Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 4. Wenn der Tag anbricht, steht der Mörder auf und erwürgt den Elenden und Armen. Und des Nachts schleicht der Dieb. Hiob, Kapitel 24, Vers 14. Die 15 Männer und Frauen reisten seit vielen Wochen schon immer auf dem kürzesten Wege und voll Hast. Aus ihren Mündern klangen kleine Psalmen und Loblieder, wie es sonst häufig der Fall war, wenn man auf den Straßen Europas aus Klerikern bestehenden Reisegesellschaften begegnete. Sie hatten Wochen alleine auf der Via Pellegrina zugebracht und es war trotz der eindringlichen Warnungen ihrer Ordensoberen bisher unbehelligt geblieben. Was möglicherweise nicht zuletzt daran lag, dass sie statt ihres raguelitischen Habits gewöhnliche Reisekleidung trugen und zumindest weite Pilgermäntel über ihren Ordensgewänder geworfen hatten. Zum Glück hatten die Schankwirte und Händler entlang der wichtigsten Pilgerstraße Michaelslands sich an Fremde gewöhnt, denn dass es sich bei der Gruppe um Reisende von weit her handelte, war nicht zu übersehen. Während die Einheimischen, denen sie begegneten, fast durchweg eher klein waren und einen dunklen Teint und schwarzes Haar hatten, waren die meisten Pilger hochgewachsen. Gerade die Frauen waren größer als die Michaelsländerinnen, sehr hellhäutig und blond. Wenn sie sprachen, war der nordische Akzent in ihrem Kommen einfach nicht zu überhören. Lediglich Valla, die etwa 15-jährige Anführerin ihrer Reisegruppe, die im Himmel zu Trondheim Hebdemonarin, also eine der für die Wochendienst eingeteilten Beginen war, sprach völlig akzentfrei. Doch für diese Überlegungen, all ihre Sorgen, würde bald keine Rolle mehr spielen. Dies war der letzte Tag ihrer Reise und am späten Abend würden sie die Arx erreichen, den rettenden Hafen. Dort würden sie endlich wieder Schutz im Stoße ihres Ordens finden, zusammen mit zahlreichen anderen Entwurzelten, die nach der Katastrophe von Trondheim im zweiten großen Machtzentrum der Raguelliten zusammenströmten, um einander gegenseitig Trost zu spenden, einander zu stärken und letztlich auch auf der für die kommenden Wochen angekündigten Konferenz unter der Leitung des ehrwürdigen Asbue darüber zu befinden, wie es nun weitergehen sollte. Es war ein schöner, wenn auch kühler Tag, ohne den sonst im Winter allgegenwärtigen Regen, und außer ihnen schien weit und breit niemand unterwegs zu sein. Südöstlich vor ihnen schimmerte in einer langgezogenen Senke der Lago Bracciano, wie die Einheimischen sagten, also der Bracciosa-See, ein großer, langgezogener Süßwassersee, um den die Via Pellegrina verlief und den seit der große Fluss nur noch ein schmaler, hügeliger Landstreifen vom Meer trennte. Bis zum späten Nachmittag sollten sie, wenn alles glatt lief, sein Südende erreicht haben und bis dahin wären sicher noch die mächtigen Monumente der ewigen Stadt in der Ferne zu erkennen. Diese Aussicht beflügelte alle und trotz der langen, gefahrvollen Reise, die hinter ihnen lag, schritten alle in diesen frühen Morgenstunden rascher aus als noch an den Tagen vorher. Dick und kurzatmig, wie er war, hatte der Born, der ehemalige Kastellan des Himmels zu Trondheim, etwas Schwierigkeiten, dieses Tempo zu halten und fiel bald, wie an den meisten Tagen, keuchend und ächzend ein gutes Stück zurück, so dass seine Mitreisen immer wieder kleine Pausen einlegen mussten, um auf den Dicken zu warten. Doch selbst das konnte die gute Laune der raguelitischen Flüchtlinge nicht trüben. Und zum ersten Mal seit Wochen flogen zaghafte Scherzworte zwischen den Wanderern hin und her. Selbst Valla, die wie immer scheinbar unermüdlich an der Spitze des kleinen Zuges schritt, den Blick konzentriert in die Ferne gerichtet
und die schmalen Lippen fest aufeinander gepresst, gestattete sich ein kleines Lächeln. Die gute Laune der Ragoliten verflog schlagartig, als sie eine der zahlreichen Hügelkuppen erreichten und vor sich in der nächsten Senke einen Trupp Templer lagern sahen. Es waren über ein Dutzend Männer und Frauen, die wie die Reisenden beim Näherkommen sahen, die Gewänder der Michaelis-Templer trugen. Lediglich einer unter ihnen schien ein ramelitischer Monarch zu sein. Die Templer hatten aus einem offenbar am Wegrand gefällten Baumstamm und Steinblöcken eine Art Schranke improvisiert, die die Villa Pellegrina blockierte. Nahe des improvisierten Schlagbaums auf dem landeinwärts gelegenen Seite brannte ein großes Feuer, an dem sich der Großteil des Trupps wärmte, während ein Mann und eine Frau die Schranke flankierten. Alle Templer schienen mit Pferden ausgestattet zu sein, während der Monarch in einem schlichten Wagen angereist zu sein schien. Valar spürte die Unruhe, die sich in den Reihen ihrer Leute bereit machte. Sie wandte sich zu ihnen um. Vor allem Frederik, der jüngste Mitreisende, ein Novize von gerade mal 14 Jahren, schien Angst zu haben. Sein 4 Jahre älterer Bruder Sven, der wenige Monate vor dem Untergang des Himmels in die Grundausbildung der Templer eingetreten war, legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. Valar warf ihm einen kurzen, dankbaren Blick zu und sagte dann: »Lass mich reden, es wird alles gut gehen.« Alle zogen instinktiv die Mäntel enger um sich und näherten sich der Straßensperre. Noch ehe einer der beiden Wachhabenden Gelegenheit hatte, die Reisenden anzusprechen, erhob sich am Feuer ein älterer Mann in der Haarpracht der Michaeliten und gepflegtem weißen Kinnbart in der Tracht eines Templers. Er trat zu den Neueinkömmlingen und sagte in verbitterlichem Tonfall: »Der Herr sei mit euch, Reisende. Ich bin Asko, Amatura der Michaelis-Templer und Kommandant dieses kleinen Trupps.« Mit einer nachlässig wirkenden Geste wies er auf die Wachhabenden und die Templer am Feuer, die inzwischen allesamt neugierig herübersahen. »Was ist euer Begehr?« »Wir sind Pilger auf dem Weg nach Roma Aeterna«, erwiderte Valar ohne zu zögern und sah dem Weißbärtigen direkt in die Augen. »Unser Begehr ist, die Herrlichkeiten der ewigen Stadt zu schauen und den Herrn dafür zu lobpreisen, dass er seiner Kirche solche Pracht schenkt.« Der weißbärtige Asko nickte kaum merklich. Born, dem es gut tat, wieder etwas zu Atem zu kommen, wunderte sich, warum Valar nicht einfach die Wahrheit sagte. Schließlich waren dies Templer der angelitischen Kirche. Er sagte aber nichts. »Wohlan«, ließ sich der Amatura vernehmen. »Dies ist ohne Zweifel ein höchst ehrenwertes und gottgefälliges Ansinnen. Doch müssen wir euch um etwas Geduld bitten.« Wieder machte sich Unruhe breit. Doch ehe jemand etwas Falsches sagen konnte, kam der Ramelit vom Feuer herüber. Mit wichtiger Miene, ein Dokument hervorziehend, mischte er sich ins Gespräch ein. »Es ist, wie der Amatura sagt, derzeit wütet ein geheimnisvolles Fieber, wie wir es sonst nur in den Frühjahrshochwassern kennen, in der ewigen Stadt, und wir müssen sicherstellen, dass niemand einreist, der möglicherweise Keime dieser Krankheit in sich trägt. Zu diesem Zwecke müssen alle Reisenden mit Ziel Roma Aeterna zunächst einer eingehenden Untersuchung durch unsere raphaelitischen Brüder und Schwestern unterzogen werden. Pontifikalischer Erlass«, setzte er dazu, als hätte er etwas vergessen. Nach einer kleinen Pause. Dabei schwenkte er das Pergament von Valars Augen hin und her, als beweise es jedes seiner Worte. Die Heptomandarin erkannte sowohl das Siegel des Pontifex Maximus am unteren Ende des Schriftstücks, konnte ansonsten aber natürlich kein Wort entziffern. Für einen kurzen Moment war sie verunsichert und wandte sich wie hilfesuchend an ihre Begleiter. »Nur nicht auffallen jetzt«, schien Beorns Blick zu sagen. »Spiel mit!« Sven nickte unmerklich. Auch Asko warf dem neben ihm stehenden Rameliten ein kaum wahrnehmbares Nicken zu. Valar gab sich einen Ruck, wandte sich zu ihm und sagte: »Nun,
Dann her mit den Raphaeliten. Bringen wir's hinter uns. Beorn zuckte innerlich zusammen. Zu sehr von oben herab, dachte er. Denk dran, du bist keine hochrangige Begine, sondern eine einfache Pilgerin. Doch Asko schien Wallas kühlen Tonfall, der so gar nicht zur überlichen Unterwürfigkeit normaler Pilger gegenüber Templern, noch dazu hochgestellten Amatura passen wollte, nicht bemerkt zu haben. Geradezu beflissen, sagte er, ihr versteht sicher, dass in einer solchen Lage die Heiler alle Hände voll zu tun haben. Sie werden euch alle erst morgen in Augenschein nehmen können. Oh nein, dachte Walla, bitte keinen ganzen Tag Verzögerung. Laut sagte sie, ihr erwartet aber hoffentlich nicht, dass wir hier im Freien bei euch lagern. Wir haben Kinder und junge Frauen dabei. Das wird ganz und gar nicht nötig sein, gute Frau. Seht ihr denn den Pfad dort drüben? Folgt ihm am Südufer des Sees entlang in die Hügel, und ihr werdet das Gallo Nero finden, ein vorzügliches Gasthaus, in dem es auch gute Zimmer mit bequemen, sauberen Betten gibt. Wir werden morgen nach dem Frühstück einige raphaelitische Beginen und Monarchen zu euch hinaufschicken. So sei es, sagte Walla mit kurzem Zögern, schlug den ihren gewissenen Pfad an die Hügel ein und bedeutete der Reisegruppe, ihr zu folgen. Während sich die raphaelitischen Reisenden nach einem einfachen, aber wohlschmeckenden und bezahlbaren Mahl im Gallo Nero zur Ruhe begaben, hatte sich die Nacht über das Latinum gelegt. Sie belegten alle Gästezimmer im ersten Stockwerk des weitläufigen, flachen Gasthofs, an dessen Rückfront sich ein halbkreisförmiger Innenhof mit Palisadenzaun anschloss, in dem der Wirt zwei Kühe und eine Handvoll Hühner hielt. Ganz hinten am Gang schliefen in einer wahrlich winzigen Kammer mit schrägen Wänden Sven und Frederik. Neben ihnen hatte Wala das einzige Einzelzimmer bezogen, das es gab. Eine bessere Vorratskammer, gerade breit genug, dass ihr Bett hineinpasste. Die anderen hatten sich auf zwei größere Schlafräume weiter vorn an der Treppe hinab zur Schankstube verteilt. Nebel hing in den Niederungen und verschmolz an der Küste mit der Gischt zu einem diffusen hellgrauen Streifen, der den Überhang vom Land zu Wasser schwer erkennen ließ. Stille hüllte den Gasthof am Bracciano-See ein. Daniello Bulgari, der Wirt des Gallo Nero, trat aus der Hintertür und ließ seinen Blick über den Hof schweifen. Seit diese Reisegruppe am frühen Abend bei ihm abgestiegen war, hatte er ein ungutes Gefühl. Und obgleich er sich schon vor geraumer Zeit hingelegt hatte, wollte der Schlaf in dieser Nacht einfach nicht kommen. So war er wieder aufgestanden, um mehr zur Beruhigung seiner Nerven, als weil er wirklich Zweifel hatte, zu überprüfen, ob er auch alle Türen gut versiegelt hatte. Doch im Hinterhof schien alles in Ordnung zu sein. Bulgari schalt sich in Gedanken selbst einen Narren, trat wieder in den Flur und verriegelte die Hintertür von innen. Er wollte schon wieder zurück nach oben in seine Schlafkammer gehen, doch dann durchquerte er einem unbestimmten Impuls folgend die in völliger Stille daliegende Schankstube, entriegelte die Vordertür und spähte hinaus. Und tatsächlich, da, jenseits des gerodeten, lehmigen Vorplatzes des Gallo Nero mit der Pferdetränke und der Stange zum Festbinden von Reittieren, nahm er eine Bewegung in den Büschen, jenseits der Lichtung wahr. Bulgari gefror das Blut in den Adern. Traumsaat, schoss es ihm durch den Kopf. Das mussten Traumsaat-Dämonen sein. Wer sonst sollte sich nachts hier oben herumdrücken? Der Wirt zog sich abermals von der Tür zurück und schob den eisernen Riegel vor. Bulgari lehnte sich zitternd gegen die Tür und sah sich um, versuchte zu entscheiden, was als nächstes zu tun sei. Die Schatten in der Schankstube schienen ihm mit einem Mal tiefer zu sein, die Finsternis noch undurchdringlicher. Dann hörte er Pferde schnauben, und als er gebückt zum Fenster rechts neben der Tür huschte und sich eben weit genug aufrichtete, um zwischen den ausgeblichenen Vorhängen hinausspähen zu können, sah er vier hochgewachsene Gestalten, die ihre Reittiere am Zügel den Pfad entlang führten, der vor der Tür des Gasthauses endete. Obgleich sie nichts wirklich Bedrohliches taten, wusste Bulgari sofort, dass soeben seine böse Vorahnung wahr wurde. Diese Männer, die in der Nacht reisten, denn Männer waren es, keine Dämonen des Herrn der Fliegen, daran bestand kein Zweifel, bedeuteten nichts Gutes. Draußen auf dem Vorplatz
banden sie ihre Pferde an und kamen näher, wodurch sie aus Bulgaris Sichtfeld verschwanden. Schweißgebadet rutschte der kleine Wirt an der Wand tiefer und versuchte so leise wie eben möglich, eines mit den Schatten zu werden. Er wusste, er hätte schreien müssen, um die Gäste zu warnen, hätte vielleicht sogar zur Theke eilen müssen, wo er einen alten, aber wohl erprobten Knüppel aufbewahrte. Doch seine Kehle war vor Angst wie zugeschnürt und seine Beine versagten ihm den Dienst. Dann dröhnten wuchtige Schläge gegen die Vordertür durch die Nacht. Nach wenigen Hieben riss der Riegel aus seinen Verankerungen und die Tür schlug krachend gegen die Wand. Zwei der Männer traten mit langen Schritten in die Mitte der dunklen Schankstube. Im spärlichen Licht konnte der bibbernd im Schatten kauernde Wirt nur erkennen, dass sie lange, weite Reisemäntel trugen, unter denen offenbar Waffen an ihren Gürteln hingen. Für einen kurzen Moment fragte Bolgari sich, wo wohl die beiden anderen sein mochten. Es war, als hätte der Herr selbst in seiner unermesslichen Macht die Zeit angehalten. Die beiden Eindringlinge verharrten reglos, lauschend mitten im Schankraum, und Bolgari spürte das Blut in seinen Ohren pochen, während er unwillkürlich die Luft anhielt. Die Schankstube und der Wald ringsum schienen mit ihm den Atem anzuhalten. Kein Lüftchen regte sich, kein Geräusch ertönte. Dann fegte ein Windstoß durch die offene Tür herein und die beiden dunklen Gestalten brachten von einem Augenblick zum anderen in schnelle, geübte, aber nicht überhastet wirkende Bewegungen aus. Wie ein Mann stürmten sie wortlos durch die Tür, die den Schankraum vom Stiegenhaus trennte, und polterten hinauf zu den Gästeschlafräumen. Bulgari, der das Gefühl hatte, stundenlang im Dunkeln gekauert zu haben, kam auf die Beine und hastete ebenfalls durch die Tür zum Stiegenhaus, aber in der Absicht, durch die Hintertür auf den Hof und durchs Hoftor in den Wald zu fliehen. Der rundliche Michaelsländer hatte noch nicht den halben Weg zurückgelegt, als eine dritte der vier finsteren Gestalten durch die Vordertür die Schankstube betrat. Bulgari hörte ihren schweren Schritt und wirbelte herum. In der mondlosen Schwärze der Nacht schimmerte matt ein blankgezogenes langes Messer. Verwirrt darüber, warum er ausgerechnet jetzt solche Nebensächlichkeiten sah, registrierte Bulgari, dass am Gürtel des dritten Eindringlings unter dem zurückgeschlagenen Umhang eine Scheide in den Farben der Michaeliten baumelte. Gleichzeitig hörte er Tumult im oberen Stockwerk und in seinem Rücken wuchtige Schläge gegen das stabile Holztor im Palisadenzaun, das Unbefugte vom Betreten des Hinterhofes des Gallo Nero abhalten sollte. »Halt! Im Namen des Erzengels Michael!« donnerte der Mann vor ihm in befehlsgewohntem drohendem Tonfall. Er sprach akzentfreies Kommen. Ein weiterer Schlag dröhnte über den Hof, das Tor barst. Balken splitterten, das schmiedeeiserne Vorhängeschloss flog in weitem Bogen in den Matsch. Etwa 10 Reiter, allesamt in langen Mänteln, sprengten auf den Hof. In dieser Sekunde erklang aus den Zimmern der Gäste der erste spitze Schrei. Er zerriss die Stille der Nacht, wie der Schrei einer Möwe, die den Morgen auf See begrüßt. Danilo Bulgari nutzte die Schrecksekunde, die der wahrhaft grauenhafte Laut, ein Todesschrei, selbst bei seinem Gegenüber auslöste. Schon das drohend gezückte lange Messer war eigentlich Beweis genug gewesen. Aber spätestens seit der vermummte Reitertrupp seinen Hof gestürmt hatte, wusste der Wirt, dass sein einziges Heil in der Flucht lag. Er duckte sich an seinem einzigen unmittelbaren Gegner vorbei, stürzte durch die Vordertür und über den Vorplatz auf den Wald zu. Er hätte es beinahe geschafft. Wäre da nicht der vierte der Männer gewesen, die sich dem Gallo Nero zuerst von vorn genähert hatten. Er hatte außen neben der Tür Stellung bezogen, und zwar just, um etwaige Entkommende abzufangen. Als er den rundlichen Mann in wilder Hast an sich vorbeistürzen sah, hob er seelenruhig einen kurzen Spieß und rammte ihn mit Wucht in Richtung des Wirtes. Er traf den Fliehenden zwischen den Schulterblättern und trieb Bulgari ein gutes Stück vorwärts. Danilo taumelte, brach in die Knie und fiel ins feuchte Laub. Etwas in seinem Kopf schien zu explodieren, als er vornüber fiel und er nahm wie aus der Ferne große Schmerzen wahr. Mit seiner Sicht stimmte etwas nicht. Als er sich aufrappeln versuchte, stellte er voller Erstaunen fest, dass sein Mund sich mit Blut füllte. Dann war der Mann, dessen Waffe ihn von den Beinen geholt hatte, über ihm. Bulgari sah in sein wettergegerbtes Gesicht mit gerunzelten Brauen.
in das feine Linien tätowiert waren. Templer. Das war Danilos letzte Erkenntnis, ehe sein gnadenloser Angreifer ihm das lange Messer, das er zuvor beinahe genüsslich aus seinem Futteral gleiten ließ, in den Leib stieß. Frederik schreckte aus dem Schlaf hoch, desorientiert und unsicher, was ihn geweckt hatte. Sein Blick fiel auf seinen Bruder, der hoch aufgerichtet in der kleinen Schlafkammer stand, die Augen weit aufgerissen und verzweifelt den Finger an die Lippen gepresst, um ihm zu bedeuten, ja keinen Mucks von sich zu geben. Frederiks erster Impuls war, sich wieder zusammenzurollen und weiterzuschlafen, denn der lange Tagesmarsch hatte den jungen Monarchen sehr angestrengt. Dann aber drang Lärm von draußen, schwere Schritte, dumpfe Schläge, berstende Geräusche und das Wiehern von Pferden. Der Nachtwind schien plötzlich heftiger geworden zu sein. Er heulte um den Gasthof. Und dann hörten die Brüder von nebenan aus dem Raum, wo Valla schlief, einen fürchterlichen Schrei. Frederik riss entsetzt die Augen auf. Mittlerweile ergänzten platschende Hufschläge vom Hinterhof die plötzliche, losgebrochene Lärmkulisse. Mit einem Schritt war Sven am Fenster und zog die Vorhänge auf. Er starrte hinaus in die Finsternis. Frederik, der seine Decke abgeworfen hatte und mit hochgezogenen Knien ängstlich auf dem Bett kauerte, wurde sich unangenehm der Nachtkühle bewusst, die seine Füße und Knöchel hinaufkroch und ihn frösteln ließ. »Wir müssen hier raus! Wir müssen die anderen warnen und fort! Mach schnell!« sagte Sven und hielt ihm einen Überwurf hin. Von draußen war unvermittelt Lärm zu hören, das Umfallen von Möbeln, schwere Schritte, Schreie und undefinierbare Geräusche. Sobald Frederik den Überwurf halbwegs über sein Nachthemd gezogen hatte, wirbelte sein älterer Bruder herum und öffnete die Tür ihrer Schlafkammer. Er prallte beinahe mit einem hochgewachsenen Mann zusammen, der im Begriff gewesen war, die Tür zur winzigen Schlafkammer der Brüder von außen zu öffnen. Frederik, der dadurch seinerseits beinahe in Sven hineingerannt wäre, spähte im Bemühen, den Grund für dieses abrupte Innehalten zu erkennen, um die Seite Svens herum. Obgleich er einen guten Kopf kleiner war als sein älterer Bruder, konnte er auf diese Weise einen Blick auf den Fremden erhaschen. Er war ebenso hochgewachsen wie Sven, doch wo dieser schlaksig wirkte, war der Mann auf dem Gang breitschultrig und muskulös. Sein weißblondes Haar war nach der Art der Michaeliten gestutzt. Unbeschreibliche Erleichterung machte sich in Frederik breit, als er ihn sah. Seinem Bruder musste es genauso gehen, denn just als Frederiks Blick tiefer wanderte und in der rechten Hand des Mannes auf dem Gang das bluttriefende lange Messer sah, hörte er Sven hastig hervorsprudeln: »Ein Templer, der Führer der Scharen, dem Herrn Gott sei Dank! Draußen sind finstere Gestalten auf dem Hoch und ich...« Der Rest von Svens Worten verklang in einem unartikulierten Gurgeln, als der Weißblonde in einer fließenden Bewegung und mit einem unbeschreiblich grausamen Lächeln auf den Lippen das lange Messer hob und es dem jungen Monarchen durch den Leib stieß. In nacktem Entsetzen sah Frederik, wie etwas den Stoff der grauen Robe seines Bruders am Rücken ausbeulte. Dann brach die blutverschmierte Spitze des langen Messers hindurch. Sven brach bluthustend nach vorne über der Klinge zusammen. Von reiner Panik getrieben, gehorchte Frederik seinem Fluchtinstinkt. Er versuchte diese minimale Behinderung ihres Angreifers, dessen Templeraufmachung eine raffinierte Tarnung sein musste, auszunutzen und rechts an ihm vorbei auf den Gang zu schlüpfen. Aber der schmetterte dem Knaben mit fast beiläufiger Grausamkeit eine gepanzerte Hand mitten ins Gesicht. Frederik stürzte zu Boden wie ein nasser Sack, hörte seine Nase brechen. Ein Gedanke, den er registrierte, als widerfahre all das jemand anderem, und schmeckte Blut. Dann schwanden ihm gnädig die Sinne. Die Angreifer eilten aus dem Gasthof. Ihre weißgoldenen Templergewänder unter den Umhängen waren durch die Bank blutverschmiert.
Einer von ihnen, ein Weißhaariger mit einem sauber getrimmten Kinnbart, zermalmte im Gehen angewidert eine Kette mit einem Medaillon in Gestalt des Ragolithen-Symbols in der gepanzerten Hand. Ihr blutiges Handwerk war vollbracht, doch das Ziel ihrer Mission hatten sie nicht erreicht. Sie waren nicht subtil vorgegangen, aber das war ja auch nicht beabsichtigt gewesen. Sollten sich doch die örtlichen Autoritäten damit auseinandersetzen. Zweifellos würden diese Dorfgardisten zu der Überzeugung kommen, es habe sich um einen nächtlichen Raubüberfall gehandelt. Die Gefahr einer Enthüllung ihrer geheimen Mission bestand nicht. Aber dennoch, Meldung zu machen würde nicht erfreulich werden. Die Männer und Frauen schwangen sich in die Sättel und bald erdröhnte der Hufschlag von über einem Dutzend Pferden auf dem Weg, der zum Bracchiano-See hinüberführte. Der Hufschlag wurde rascher, je breiter der Weg wurde, und schließlich jagte der schweigsame Trupp mit wehenden Mänteln durch die Finsternis über die Via Pellegrina in Richtung Roma Eterna. Über dem Gallo Nero aber lag wieder die Stille der Nacht, als sei nichts gewesen, als hätte der Tod dort nicht in weniger als einer Viertelstunde fast 2 Dutzend Opfer gefunden.